Auch menschliche Darstellung hat man gefunden. Wir sind diesmal in der Zidia-Kultur, 2100 bis 1700 vor Christus. Hier ist zum Beispiel die Darstellung eines menschlichen Kopfes. Er scheint eine Mütze zu tragen, wie man an diesem gezackten Rand oberhalb seiner Stirn sieht. Ist durchbrochen gearbeitet, der Kopf ist also hohl. Die Augen, die Nasenlöcher und der Mund reichen ins Innere hinein. Und die Figur oder der Kopf hat auch zwei Ohrlöcher. Ansonsten ist dieser Kopf weder bemalt noch glasiert. Oder zumindest sieht man davon nichts mehr. Es kann auch sein, dass es im Laufe der Zeit verloren gegangen ist. Rechts daneben ist ein Aufbewahrungsgefäß, das eine ganz interessante Form hat. Das hat einen recht bauchigen Körper, der auf zwei Füßen steht, die in der Tat aussehen wie menschliche Füße, abgesehen davon, dass der vordere Teil mit den Zehen jeweils abgebrochen ist. Und oben in die Gefäßlippe übergehend sind zwei Henkel. Das Gefäß ist, wie gesagt, bauchig, grob eiförmig. Und die Lippe läuft relativ geradlinig nach außen wieder aus. Insgesamt ist das Gefäß unbemalt und unglasiert und stammt natürlich auch aus derselben Kultur, aus der Zidia-Kultur. Dann gehe ich nochmal ein Stück nach rechts. Sind wir wieder in der Yangshao-Kultur. Der wird diese Gesicht, also diese Tonmaske zugeschrieben, 3500 bis 2900 vor Christus, wurde in Chaijiaping ausgegraben, das ist in der Nähe von Tianshui, das ist ebenfalls eine Stadt hier in Gansu. Wir sehen wieder Ohrlöcher und durchbrochen gearbeitete Augen- und Mundöffnungen, aber ansonsten wurde auf Dekor scheinbar verzichtet. Wobei von uns aus gesehen links vom Mund ein paar rote Spuren vorhanden sind, eventuell war das Stück doch bemalt. So, dieses Stück musste ich euch unbedingt noch zeigen. Es ist ein scheinbar Aufbewahrungsgefäß aus rotem Ton mit einem schwarzen Augenmuster an dem Leib. Ungefähr das untere Viertel, das untere Fünftel ist unbemalt. Dann setzt aber die Bemalung in diesen Augenflecken an. Und das Gefäß geht nach oben über, nicht in eine gewöhnliche Gefäßöffnung oder Lippe, sondern man sieht einen menschlichen Kopf zuerst. Der Gefäßhals ist quasi dieser Kopf. Gesichtsöffnungen, also Mund, Nasenlöcher und Auge, sind wieder durchbrochen gearbeitet. Die Figur hat, oder das Gesicht hat auch Ohren mit Ohrlöchern. Und man sieht auch Haare, die sind so eingeritzt. Und es ist in der Tat wie eine Flasche oder eine Amphore, könnte man fast sagen, oben geöffnet. Also es war in der Tat geeignet, um etwas aufzubewahren. Die Bezeichnung Amphore ist gar nicht so verkehrt. Sie sind zwar abgebrochen, aber man sieht hier an den Seiten, dass es in der Tat noch Henkel gab, an denen man das Stück auch festhalten konnte. Stammt aus der Yangshao-Zeit und wurde in Qin'an gefunden. Es handelt sich hierbei übrigens um eine Di-Di-Guobao, also eine nationaler Schatz höchster Güte. Dies sind zwei tönernde Musikinstrumente, nämlich Xun. Das waren Blasinstrumente, wie man sieht, haben die verschiedene Löcher. Die sind in der Gestalt eines Fisches gearbeitet und sind schwarz bemalt. So eine Xun ist im Grunde genommen ähnlich wie eine Ocarina. Also auch ein
Flöten- oder Blasinstrument mit einem größeren rundlichen Körper und aus Ton gefertigt. Die hier gehören auch zur Silba-Kultur, also 1900 bis 1400 vor Christus. Ich gehe jetzt noch mal einen Schritt zurück und nach unten. Da sehen wir noch ein weiteres Instrument. Das ist eine tönerne Trommel. Stammt aus Marchhang. Und der Oberteil der Trommel, der mit dem Fell bespannt war, ist jetzt gerade unten. Darauf steht das Objekt gerade. Man sieht unten an dem Rand auch diese Ringe, an denen das Fell befestigt oder festgebunden war. Und scheinbar hat man diese Trommel an einem Seil oder Band um den Hals getragen oder über die Schulter. Denn auf der linken Seite sind auch noch zwei Ösen, durch die man ein solches Seil hätte ziehen können. Das Objekt besteht aus sehr hellem Ton und ist im Bereich des Klangkörpers unten bemalt. Es gibt zwei dunklere, waagerechte Striche, zwischen denen ein ebenfalls dunkles Zickzackmuster verläuft. Das Objekt ist ungefähr entstanden zwischen 2350 und 2050 vor Christus.